Hier sind wir im faszinierenden Sochi-Autodrom in Russland, wo uns ein spannendes Rennwochenende erwartet, das gleich mit dem Training beginnt. Eine Möglichkeit für die Fahrer, Strecke und Auto kennenzulernen und herauszufinden, ob sie nach dem Zusammenbau des Autos an der Strecke sich für das richtige Setup entschieden haben. Also Stefan Römer, warum erzählst du uns nicht, was die Fahrer in dieser Session alles anstellen werden? Ich würde sagen, die erste Aufgabe für die Fahrer im freien Training ist es, Daten für Wechselwirkungen zu ermitteln, die es den Technikern ermöglichen, die Simulationsmodelle mit echten Daten zu versorgen und damit zu vergleichen. Als zweites braucht der Fahrer eine gewisse Zeit, um sich an einen Kurs zu gewöhnen, den er wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang nicht gefahren ist. Das ist ein Fakt, der oft übersehen wird. Und schließlich konzentriert man sich auf die Details der Autoeinstellungen und die Reifenabnutzung. Es ist äußerst wichtig, ein gutes Verhältnis zu deinem Renningenieur zu haben, damit er die richtigen Verbesserungen zur richtigen Zeit vornehmen kann und am Ende für die Leistung sorgt, die du auf der Strecke brauchst. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2017. Sochi bzw. Russland. Hier findet der vierte Grand Prix statt, der nächste Grand Prix. Und wir starten einmal mehr mit den Trainingssessions. Natürlich ganz zu Beginn das Setup. Ihr braucht euch das nicht ganz so genau anschauen. Im Qualifying werde ich dann das aktualisierte Setup nochmal zeigen. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Denn hier habe ich doch noch sehr, sehr viel Flügel beziehungsweise sehr, sehr viel Abtrieb eingestellt für hohe Kurvengeschwindigkeiten und weniger Topspeed. Das musste ich am Ende etwas relativieren, etwas mehr auf Topspeed gehen und selbst dann hatte ich immer noch deutlich zu wenig. Aber ja, das werdet ihr dann, denke ich, auch noch sehen. Nichtsdestotrotz erstmal das Setup eingestellt und dann geht's natürlich demnächst auch gleich los mit dem ersten Trainingsprogramm. Und das wird dann natürlich die Streckenakklimatisierung sein. Ja, Sochi, was erhoffe ich mir? Ähnlich wie Bahrain erhoffe ich mir vor allem im Rennen dann vor Fernando zu stehen. Und im Qualifying versuche ich möglichst nicht ganz so weit weg zu sein. Wir waren ja da immer meistens so zwischen einer halben bis einer Sekunde hinter Fernando. Das sollten wir hier versuchen, etwas zu verringern, den Abstand. Ich werde hier außerdem im Training viel auch mit manuellem Fahren schalten. Das wird allerdings nicht onscreen sein. Das mache ich alles offscreen, weil das ist nur zu Übungszwecken, damit ich dann irgendwann unter der Saison auf das manuelle Schalten umsteigen kann. Ich kann euch jetzt schon sagen, es war sehr, sehr hart, das manuelle Schalten. Aber nach so 20, 30 Runden hatte ich es dann ganz gut drin. Hätte es quasi auch probieren können, aber dachte mir, okay, ich habe so schon Probleme, die Zeiten zu halten. Da schalte ich lieber erstmal noch automatisch. Wir sind mittlerweile schon in der Streckenakklimatisierung. Runde 1. Schauen wir mal, ob ich es diesmal direkt im ersten Versuch hinbekomme. Bei Bahrain ist mir das ja nicht gelungen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, Sochi eine sehr interessante Strecke, viele 90 Grad Kurven, aber auch andere Kurven, zum Beispiel dieser Bogen, den wir gerade gefahren sind. So was hat man, glaube ich, in der Formel 1 Saison nirgendwo noch. Echt eine sehr interessante Kurve. Und noch etwas Interessantes zu diesem Kurs, wenn man hier das Abkürzen im Reglement auf streng schaltet, dann holt man sich im Rennen hier diverse Strafen, weil hier ist man so schnell mal mit beiden Reifen von der Strecke, sei es, weil man zu viel Schwung mitnimmt und dann es einen in der Kurve etwas zu weit rausträgt oder man die Kurve etwas zu weit innen anfährt, dadurch, dass halt alles asphaltiert ist, links und rechts von der Strecke, ist man dazu geneigt, halt schnell mal abzukürzen bzw. von der Strecke zu fahren, um etwas mehr Zeit noch zu gewinnen. Und deswegen strenges Abkürzen kostet hier richtig viel im Rennen. Wir haben allerdings das Abkürzen auf regulär, das sollte es eigentlich nicht das Problem sein. Wenn doch, dann sollte ich mir Gedanken machen. Sieht ganz gut aus mit der Streckenakklimatisierung. Ich denke, wir werden das direkt im ersten Versuch sehr erfolgreich hier meistern.
haben jetzt auch die lila Punktzahl erreicht und damit können wir dieses Trainingsprogramm auch abschließen. Als zweites natürlich das Rennstrategieprogramm. Habe ich wieder mit allen drei Reifen gemacht. Ich zeige euch gleich einen Ausschnitt mit den Softreifen. Das sind hier an diesem Wochenende wieder die härtesten Reifen. Wir haben also wieder die Softmischung, die Supersoftmischung und die Ultrasoftmischung. Das war Runde 2 der Rennstrategie. Nebenbei noch ein Teamziel abgeschlossen. Und ihr seht, beziehungsweise habt gesehen, dass sich die letzte Runde in Sachen Rennstrategie, ich gehe zumindest mal davon aus, es war bei den meisten Runden so, um ungefähr eine Sekunde unterboten hatte. Also in Sachen Rennstrategie war ich ja wieder richtig gut unterwegs mit allen drei Reifen. Meistens, wie gesagt, die Runde um eine Sekunde unterboten. Und deswegen kann ich euch eigentlich auch jetzt schon voran. Es ist relativ sicher, dass ich die Runde hier auch mit circa einer Sekunde hier schaffe. Unter der Zeit. Eine halbe Sekunde sollte es mindestens werden. Und dann ist es nämlich hier auch schon mit Violett abgeschlossen. Dann hätten wir die nächsten 50 Ressourcenpunkte. Ja, an sich sieht es doch schon ganz gut aus, wie ich mich hier über die Strecke bewege. Also ich muss sagen, ich war dann am Ende des Trainings schon relativ zufrieden, was das anging, wie ich mich hier über die Strecke bewegt habe, wie ich die Kurven genommen hatte. Das sah am Anfang doch teilweise noch relativ holprig aus. Am Ende habe ich hier zum Teil richtig saubere Runden hinbekommen. Das macht natürlich Mut fürs Rennen und macht aber auch Mut für die weiteren Grand Prix, dass ich mich hier doch schon von Wochenende zu Wochenende steigern kann. Und ihr seht, auch Runde 3 schließe ich hier grün ab. 7 oder 8 Zehntel waren es, glaube ich, am Ende. Und damit hätten wir auch dieses Trainingsprogramm geschafft. Viertes Trainingsprogramm. Ja, wie immer in der Reihenfolge, wie wir es schon an den anderen drei Rennstrecken gemacht haben, hatten als drittes dann das Reifenmanagement. Ja, geht wieder raus. Und dann gilt es jetzt gleich wieder, die Reifen zu schonen. Runde 1 beginnt. Reifenmanagement. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Tipps diesbezüglich, die ich rausgefunden hatte schon im Vorgänger des Spiels. Möglichst nicht zu spät bremsen, damit man etwas leichter auf die Bremse steigen kann. Das schont schon mal ein bisschen die Reifen. Dann nicht ganz so stark einlenken. Eher ein bisschen zu sehr in der Bremszone runterbremsen. Also was heißt zu sehr? Die Geschwindigkeit quasi etwas zu weit nach unten bringen. Dann kann man die Kurve umso sanfter fahren und schont somit umso mehr den Reifen, als wenn man genau auf Anschlag bremst. Und dann relativ schnell in die Kurve noch reingeht, so dass man die Kurve gerade so noch schafft. Das ist kein Reifenmanagement, das kostet Reifen. Und sowas sollte man nur machen, wenn man auf kurze Dauer richtig hart pushen will. Im Rennen ist es ja dann immer die lange Dauer und da sollte man auch ein wenig auf die Reifen achten. Deswegen halte ich auch relativ viel von diesem Programm, weil mir das Programm halt zeigt, okay, wo musst du ein bisschen mehr aufpassen mit dem Reifenmanagement? Wo musst du vielleicht schauen, dass du etwas mehr den Reifen schonen kannst? Und wo hast du vielleicht aber auch Potenzial, den Reifen etwas härter ranzunehmen, ohne dass du dort, ja, ich sag mal, zu viel Reifenabrieb hast. Und das Ganze sieht da hier auch schon wieder relativ gut aus. Wir sind hier im Bereich des Lilanen schon wieder, haben auch eine grüne Zeit, da sollte nicht mehr viel anbrennen. Und dann schaffen wir, uiuiui, die letzte Kurve hat nochmal wehgetan. Aber wir haben auch das Reifenmanagement somit sehr erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes das Benzinsparen. Und
Natürlich, was machen wir beim Benzinsparen? Richtig. Ja, ich habe schon wieder überlegt, wo ich es finde. Bei den Fahrhilfen war es genau. Wir schalten das Getriebe auf manuell, damit wir das Benzinsparen letzten Endes auch schaffen können. Ich hatte das dann hinterher, wie gesagt, dann gleich auf manuell gelassen, um ein bisschen, ja. Okay, was mache ich jetzt noch? Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade noch gemacht habe. Egal. Wie gesagt, ich habe es dann nach der Runde gleich so gelassen. Weil ich ja, wie gesagt, das manuelle Schalten üben wollte. Wollte das ein bisschen verinnerlichen, sodass wir dann, wie gesagt, irgendwann in der Saison auf manuelles Schalten umsteigen können. Ja, Runde 1 hat schon mal nicht geklappt. Ich hatte zwar, wie ihr links gesehen habt, das mit dem Benzinsparen ganz gut hinbekommen, aber ich war etwas zu langsam unterwegs. Deswegen jetzt etwas schneller unterwegs sein, aber ähnlich Benzin sparen. Und ihr seht, ich schalte wieder sehr zeitig hoch, sogenanntes Short Shifting. Wobei das schon viel mehr als Short Shifting ist, was ich hier mache. Und dann natürlich auch wieder achten auf das sogenannte Lift and Coast. Also, wenn wir jetzt die Ideallinie sehen, wird die ja an einem bestimmten Punkt rot. Das heißt, dort müssen wir anfangen, spätestens zu bremsen. Beim Lift and Coast gehen wir deutlich vorher einfach nur vom Gas und lassen uns ein bisschen rollen. Dadurch wird die Ideallinie auch etwas später rot. Und wir müssen erst später auf die Bremse gehen. Das wiederum, ja, dieses Ausrollen spart auch enorm Benzin. Und wie ihr sehen könnt, haben wir schon wieder den Kreis relativ nah an den lilanen Bereich gebracht. Müssen allerdings jetzt mal ein bisschen Benzin raushauen, um die Zeit wieder hinzubekommen. Ansonsten droht uns hier noch eine dritte Runde. Nicht, dass wir hier am Ende das Benzinsparprogramm nicht schaffen. Das wäre natürlich ärgerlich. Jetzt haben wir zumindest den Kreis erstmal wieder im lilanen Bereich. Jetzt können wir etwas mehr pushen, weil wir ja ein bisschen Puffer haben in Richtung des grünen Balkens. Deswegen sollte jetzt hier auch nicht mehr allzu viel anbrennen. Sind schon wieder im roten Bereich. Und haben es am Ende aber ganz knapp geschafft. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Bottas und Kimi Räikkönen. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zu. Ja, so viel dazu. Erstes Training, Position 20. Mit deutlichem Rückstand. Ja, ich bin dann auch ein bisschen auf Intermediates gefahren im Regen. Aber dadurch, dass wir halt unsere Programme gemacht haben, sind wir natürlich auch etwas langsamer unterwegs als die Konkurrenz auf der Strecke. Und deswegen ist das Ergebnis aus P1 jetzt nicht zu überbewerten. Klingt, finde ich, jetzt erstmal besser. Ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen in die Zeiten reingeschaut, wie ich denn im Regen mithalten könnte. Aber ich kann euch schon mal so viel verraten. Qualifying und Rennen sehr wahrscheinlich trocken. Deswegen ist es relativ uninteressant. Ja, hier habe ich gesehen, dass Fernando im Regen halt mal 1,3 Sekunden schneller fährt als ich. Aber ich muss dazu sagen, ich bin im Regen auch mit manuellem Schalten gefahren. Deswegen keine Ahnung, inwiefern ich dort noch was rausholen kann und Fernando dann mir vielleicht nicht ganz so sehr davon fährt. So, jetzt gibt es natürlich auch erstmal Ressourcenpunkte dafür, dass wir die einige Trainingsprogramme hier mit Erfolg abgeschlossen haben. 666 waren es vorher und wir haben jetzt nochmal 242 gesammelt, sind jetzt bei 908. Können bald das nächste Update machen in Sachen Ressourcenpunkte sparen. Und durch die gemeisterten Trainingsleistungen können wir jetzt gleichzeitig zwei Teile in einer Abteilung entwickeln lassen. Also das kann dann für später interessant werden. Dadurch, dass wir dann nicht mehr so viele Ressourcenpunkte einsetzen müssen, können wir dann jetzt schon zwei gleichzeitig entwickeln lassen. Da ich ja sowieso erstmal nur im Motorenbereich arbeiten möchte, ist das, denke ich, eine ganz gute Sache.
So, von den anderen haben wir noch nichts freigeschalten, aber Boxenstopp-Effizienz wird demnächst wahrscheinlich freigeschalten werden, wenn wir dann noch ein paar Boxenstops im Rennen gemacht haben. Bonus erster Fahrer, ja, dafür müssen wir erstmal erster Fahrer werden. Und das andere, das hängt mit den Classic Cars zusammen. Training 2, wir fahren das Qualifying-Tempo, also Qualifying-Programm. Und da hatte ich ja bei den letzten Malen immer so meine Probleme. In Bahrain haben wir es tatsächlich geschafft, das mit Violett abzuschließen. Mal schauen, inwiefern mir das auch in Sochi gelingt. Das wäre natürlich schon mal eine Hausnummer und würde Sicherheit geben für das Qualifying, dass wir dort eine Chance haben, die sauber zum einen zu schlagen und zum anderen vielleicht Fernando ein bisschen zu ärgern. Runde 1 hat schon mal nicht geklappt, wie ihr seht. Und ihr seht auch, dass jetzt schon das Delta rot ist. In Sachen Topspeed sind wir einfach deutlich zu schlecht. Deswegen verlieren wir hier auch immer mehr Zeit auf der langen Geraden. Auch hier, das ist eigentlich reine Topspeed, auch wenn es eine Kurve ist. Aber die konnten wir hier Vollgas fahren. Und dementsprechend ist es am Ende auch wieder Topspeed, was hier zählt. Und ja, entsprechend Sektor 1, kompletter Topspeed-Sektor. Und hier kassieren wir aber sowas von hart von unserer Konkurrenz. Die nimmt uns hier die Zeit ab ohne Ende. Sektor 2 haben wir jetzt hier ein paar schnelle Kurven. Da können wir natürlich mit unserer McLaren-Zeit gut machen, da der relativ gut in den Kurven liegt. Aber wir haben hier auch noch eine relativ lange Gerade. Auch die wird im Rennen natürlich wieder gefährlich werden. Für Überholmanöver der Gegner gegen uns. Und die geht natürlich auch direkt in Sektor 2 ein. Deswegen Sektor 2 sind wir ungefähr auf ein Level mit der direkten Konkurrenz. Der ist hier beendet gewesen, im Übrigen am Ende der langen Geraden. Und Sektor 3 besteht fast nur aus Kurven, aus schnellen und langsamen Kurven. Da sind wir natürlich im Vorteil mit dem McLaren und machen entsprechend Zeit gut gegenüber der direkten Konkurrenz. Aber ihr seht, das Delta ist immer noch rot. Und wir schaffen es, nicht mehr es in den grünen Bereich zu drücken. Wieder versagt. Eine Runde haben wir noch. Aber wir stehen aktuell vor Alonso im Klassement. Wenn ihr mal ganz kurz nach links oben schaut. Das ist doch auch schon mal überragend. Und der ist schon auf Ultrasofts gefahren. Vielleicht haben wir doch eine Chance gegen Alonso, trotz dass wir gerade das Qualifying-Tempo nicht gut beherrschen. Vielleicht ist Alonso auch nicht ganz so stark programmiert in Sochi. Wer weiß. Werden wir alles noch mitbekommen. Aktuell Delta wieder im roten Bereich. Sieht schlecht aus mit Ressourcenpunkten für das Qualifying-Programm. Sehr, sehr schade. Das sind natürlich wieder wertvolle Punkte, die uns hier abhanden kommen. Aber noch ist nichts vorbei. Wir haben noch eine gute halbe Runde vor uns. Und unser starker Sektor kommt ja auch erst noch. Und jetzt sind wir tatsächlich im grünen Bereich. Allerdings unmittelbar vor der langen Geraden. Gut möglich, dass wir jetzt hier wieder Zeit verschenken. Aber wir sind gut eine Sekunde unter der Zehntel waren wir unter der vorgegebenen Zeit. Verlieren natürlich hier wieder ordentlich, weil ja gerade Topspeed, McLaren, passt alles nicht zusammen. Beziehungsweise weniger McLaren, mehr Honda. Ist ja das Problem. Und jetzt in Sektor 3 nochmal sauber das Ding zu Ende bringen. Und zumindest das Grün nach Hause holen. Das wären nochmal 30 Ressourcenpunkte. Die würden natürlich richtig gut tun. Und jetzt ist es rot. Rot vor der letzten Kurve. Und dann haben wir es trotzdem ganz knapp geschafft. Ziel erreicht. 30 Ressourcenpunkte. Und dann schauen wir nochmal aufs Klassement von Training 2. Und Valtteri Bottas. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Also schauen wir nochmal nach unten. Fernando am Ende nochmal an uns vorbeigezogen. Ich glaube aber, das war wieder dieser Bug, dass er ganz am Ende auf einmal nochmal eine Sekunde schneller gefahren ist. Gut, was soll's. Schauen wir in die Rennleitung. Die Strafen sehen, ja, Streckenbegrenzung überschritten. Wenn man halt versucht, sich zu verbessern, dann überschreitet man immer mal die Streckenbegrenzung. Geht halt bis ans Limit.
solche Sachen passieren. Und entsprechend gab es halt dort auch eine Verwarnung. Ich kann euch schon mal so viel sagen. Ich bin im Training 3 nochmal das Qualifying-Tempo gefahren und war am Ende aber schlechter als im Training 2. Deswegen wird es da keinen Ausschnitt mehr geben im Training 3, sondern nur noch die Resultate gleich. Das heißt, in Sachen Qualifying-Tempo mussten wir uns diesmal mit den 30 Punkten begnügen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Bottas, Raikkonen und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Und hier dann also gleich nochmal die Ergebnisse vom dritten Training. Wir sind auf Position 16 am Ende. Ja, liegt daran, dass wir 10, 15 Minuten im Trockenen fahren konnten. Danach hat es ein bisschen geregnet. Deswegen holen wir entsprechend Position 16, weil wir halt gleich rausgefahren sind. Ja. Also auf das Klassement konnte man jetzt nicht allzu viel geben. Gibt nochmal ein, zwei Ressourcenpunkte. Viele sind es nicht. Ich bin auch relativ wenig Runden gefahren. Deswegen, ja, gibt es jetzt, wie gesagt, nicht mehr so viele Ressourcenpunkte. Und ja. Das war's dann auch schon fürs Training. Wir hören mal noch in die Voicemail rein, was wir für Vorgaben haben fürs Qualifying. Fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Ja, natürlich wieder Position 17 und Alonso schlagen. Schauen wir mal, inwiefern uns das gelingt. Das dann alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Qualifying hier in Sochi. Bis dahin, macht's gut.